Das Herzensprojekt der Bernsteiner Bürgermeisterin Renate Habetzler ist das Eltern-Kind-Treffen, das jeden Dienstag stattfindet. Hier wird zusammen Zeit verbracht, Erfahrungen ausgetauscht und Ratschläge weitergegeben. Einmal im Monat kommt auch eine Hebamme, die die Kinder abwiegt und Fragen der Eltern beantwortet. Wir haben auch mit Bürgermeisterin Renate Habetzler über das Projekt gesprochen. Sie hören es ja im Hintergrund, wir haben ein traditionelles Eltern-Kind-Treffen jeden Dienstag. Da bekommen die Mamis und auch Papis Gelegenheit, mit den Babys ins Gemeindeamt zu kommen. Es kommt ab und zu eine Hebamme, die wiegt und misst die Kinder ab. Und es ist ein gesellschaftliches Miteinander. Man spricht über die Probleme, man tauscht aus. Und ich glaube, dass eine Bereicherung für unsere ganze Gemeinde ist. Ist das mit irgendwelchen Kosten verbunden? Nein, wir machen das kostenlos und dass die Mütter wirklich die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Jedes Kind, das haben wir heute auch erlebt, Neugeborene sozusagen oder Mutti, bekommt ein Geschenk von ihnen. Und sie haben so eine zusätzliche Sprüche wie sowas. Ja. Können Sie uns raten? Ja, also wir überreichen den Mamis einen Rucksack, den der Rucksack begleitet dann die Kinder auch in den Kindergarten, in die Schule. Er ist gefüllt mit verschiedenen Überraschungen, Gutscheinen. Dann bekommen sie vom Land Burgenland eine Mappe mit Informationen, mit Gutscheinen und von mir persönlich ein Billet mit einem Spruch, den ich jetzt vorlesen darf. Ein Kind, das ist Liebe, die Gestalt angenommen hat. Es ist Glück, für das es keine Worte gibt. Es ist eine kleine Hand, die zurückführt in eine Welt, die man vergessen hat. Die Eltern bekommen für jedes neugeborene Kind von der Gemeinde einen Rucksack, Infomaterial und ein Land Burgenland Bade. Der Inhalt ist sehr vielfältig, begonnen von Sockeln, verschiedenen Windeln, Babylatzerl, dann Produkte, die man verwenden kann, wenn sie nicht hinunterfallen, Flascherl, also es ist wirklich sehr vieles drinnen. Das muss ich eh komplett auspacken, weil das muss ich neu hineinpacken kann. Siehst du, ein Strampler mit einem Motiv drauf, verschiedene, auch eine Zahnbürste fürs erste Zahnen und zum Schluss noch, was ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, ein Erinnerungs-Tagebuch. Das befindet sich alles drinnen. Ein sehr gutes Projekt, das bei den Eltern gut ankommt und wir gerne weiterempfehlen.